Liebe Freunde, während die letzten Leute noch langsam eintreffen vom letzten Zug von Basel, möchte ich euch herzlich zum heutigen Pfingstsamstag zum Pfingstmarsch begrüßen. Ich möchte allen danken, die gekommen sind und auch gerade von Anfang an. Am Samstag haben sich auf dem Kernkraftwerk Gelände in Kaiseraugst mehrere tausend Leute versammelt, um in einem dreitägigen Marsch über mehr als 40 Kilometer gegen den Bau von Atomkraftwerken zu protestieren. Ich wäre dabei, wenn ich 10 Jahre jünger wäre. Können Sie sicher sein. Aber mein Mann läuft ein Stück mit. Pfingstmärschler fordern den 4-jährigen Baustopp im Kernkraftwerkbau. Mit ihrem persönlichen Einsatz haben sie wollen für so eine Denkpause Propaganda machen. Wir haben von einem Marschierer wollen wissen, warum er dabei ist. Was erwarten Sie von dem Marsch? Ja, dass den anderen, den Befürworter oder denen, die das Geschäft damit machen, einmal bewusst wird, was das Volk denkt. Mein Name ist Straub. Ich bin 55-jährig und arbeite als Schulhausabwart in Bern und mache damit als überzeugter Atomkraftwerkgegner. Ich hätte gerne auch meine Frau mitgenommen, aber sie ist nicht gerade so gut zu Fuß. Warum glauben Sie, dass es sinnvoll ist, dass man auf diese Art seiner politischen Meinung Ausdruck gibt? Ja, von sinnvoll kann man glaube ich, in diesem Zusammenhang nicht reden. Ich glaube, es ist für uns eigentlich die einzige Möglichkeit, unserem demokratischen Willen Ausdruck zu geben. Haben Sie alle anderen Mittel ausgeschöpft? Soweit ich weiß, ja. Aber ich zähle auf den Wadrig. Ich bin Atomkraftwerkgegner geworden, aus Verantwortung unserer Nachkommenschaft gegenüber. Und ich bin in einer Generation aufgewachsen, wo auch die Atomindustrie ist aufgekommen. Und auch von daher besteht natürlich die Verantwortung. Als Laie bin ich trotzdem, dass ich nichts verstehe von den technischen Details, überzeugt von der Gefährlichkeit der AKW. Ich schließe mich im Streit von der Wissenschaft aus Vorsicht aus der warnenden Seite an. An den meisten Orten sind Pfingstmärschler willkommen gewesen. Die Bevölkerung hat sich Mühe gegeben, gutes Morgen parat zu haben und die Marschierer konnten in die Turnhallen übernachten. Ich bin erst um 12:30 ins Bett gekommen und bin halt noch etwas spät aufgestanden. Wir sind ja auch runter, weil ich die Turnhalle nicht mehr den Weg verpasst, dass ich in die Zelle gelandet. Der Tipp war dann noch, dass man unterwegs hätte einen aufgehalten und gesagt, die Turnhalle sei platschvoll. Es sind organisatorische Pannen passiert. Und dann habe ich, zum Glück hatte ich die Luftmatratze noch bei mir. Nicht allen ist es so gut gelaufen wie am Herr Straub aus Bern. Ein paar haben sich pflegen lassen. Wir sind immer arbeitslos und sind erachterlos. Und unsere Heere bleiben reich und groß. Es ist Krieg in Fessenheim. Auf ihrem dreitägigen Weg sind Pfingstmärschler an allen Kernkraftwerkgeländen in der Nordwestschweiz vorbeigekommen. So auch in Leibstadt. Sie haben auf dem Anwerkmarsch einen Haufen Anwerkgegner kennengelernt. Was verbindet Sie mit diesen Leuten? Die gleiche Gesinnung
und diskutieren mit ihnen. Es gibt einen Auftrieb, für nachher, wenn man seinen Arbeitsplatz zurückgeht und dort will in dieser Richtung wirken, dann bekommt man mehr Mut, man bekommt wieder Auftrieb. Eben. In Aarau, wo sie vom Pfingstsonntag auf den Montag übernachtet haben, sind sie dann durch die Altstadt gelaufen und auch nachher sind sie der Hauptstraße angegangen, um so in den Dörfern mit der Bevölkerung in Kontakt zu kommen. Ja, Befriedigung darüber, dass es so eine grosse Beteiligung ist, weil ja das als der Sinn von der Demonstration ist, ja, dass möglichst viel mitmachen und dass den befürwortenden Kreisen Eindruck macht, möglichst einen grossen.